Hallo und herzlich willkommen zu den Gartenvideos von Lubera. Heute stelle ich euch verschiedene Hochbeete aus verschiedenen Materialien vor und gehe auf die Vor- und Nachteile des jeweiligen Materials ein. Fangen wir an mit Hochbeeten aus Kunststoff. Die kann ich euch nicht vor der Kamera zeigen, weil wir kein Hochbeet aus Kunststoff haben. Hochbeete aus Kunststoff haben durchaus Vorteile. Sie sind leicht, das Material ist extrem langlebig. Ihr könnt die eben leicht auf- und abbauen. Mir selbst gefällt Kunststoff als Material nicht. Ich mag nicht so gerne Kunststoff im Garten haben. Der Nachteil von Kunststoff ist, das Material wird dadurch, dass es dem Wetter ausgesetzt ist, wird es mit der Zeit spröde, es verblasst. Und wenn es nicht mehr zu gebrauchen ist als Hochbeet, also wenn irgendwas kaputt ist, dann bleibt als Entsorgungsmöglichkeit eben nur der Weg zur Müllkippe. Vor allen Dingen, wenn man auf dem Balkon oder auf der Dachterrasse ein Hochbeet aufstellen will, ist sowas wie, also ist ein Hochbeet aus Kunststoff natürlich eine gute Idee, weil das Baumaterial selbst sehr leicht ist und man dadurch Gewicht spart. Also kann man auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Mir selbst gefällt es, wie gesagt, nicht so gut. Deswegen gibt es in unserem Garten kein Beet aus Kunststoff zum Anschauen. Was ich euch aber live zeigen kann, sind Hochbeete aus Metall. Dieses hier ist aus Cortenstahl. In Thema Langlebigkeit können Metallbeete es locker mit Kunststoffbeeten aufnehmen, haben darüber hinaus den Vorteil, dass sie im Prinzip eigentlich wirklich nie kaputt gehen. Also so ein Beet, das könnt ihr noch euren Kindern und Kindeskindern vererben. Nachteil ist, so ein Metallbeet bringt natürlich ganz schön Gewicht auf die Waage. Dieses Beet hier vor mir wurde am Stück geliefert und wir mussten das mit mehreren Personen aufstellen. Und wenn es mal steht, hat man nicht mehr so viel Lust, das umzustellen. Also für kritische Standorte wie eben eine Dachterrasse absolut ungeeignet. Aber im Garten ein echter Hingucker, vor allen Dingen eben diese Beete aus dem Cortenstahl. Ich finde die richtig schön. Die sind wärmegedämmt. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es ist so eine Dämmung innen drin. Trotzdem wird die Erde erreicht da drin ganz gute Temperaturen. Also sind super geeignet für mediterrane Gemüse, zum Beispiel für wärmeliebende Gemüse anzubauen. Hinter mir ist hier auch ein Kräuterbeet. Die wachsen einfach großartig in so einem Hochbeet. Man muss natürlich aber auch über den Preis von so einem Beet reden, also zwischen einem Kunststoffbeet, was recht preiswert ist, und einem Metallbeet, was nicht ganz günstig ist, gibt es natürlich einen Unterschied. Aber es kommt einfach auf den Einsatz an. Wenn ihr was wollt, was gut aussieht, was sehr langlebig ist, was eben dauerhaft euren Garten verschönert, würde meine Wahl trotzdem auf ein Metallbeet fallen. Eine weitere Möglichkeit ist, ein Hochbeet aus Stein zu bauen. Zugegeben, das Beet, auf dem ich gerade sitze, ist nicht besonders hoch, aber ihr könnt das natürlich auch entsprechend höher bauen. Wir haben hier einfach lose, solche Klinkersteine lose aufeinander gesetzt. Ihr müsst dabei darauf achten, wenn ihr sowas selbst baut und ihr das lose bauen wollt, dass die Wand ein bisschen nach innen zeigt. Und die optimale Beetform in so einem Fall ist ein Rundbeet, weil da stützen sich die Wände quasi gegeneinander, wenn ihr die alle leicht schräg nach innen baut. Wenn ihr ein rechteckiges, klassisches rechteckiges Hochbeet aus Stein bauen wollt, dann solltet ihr die Steine auf jeden Fall mauern. Und da kommen wir dann eben auch zu den Nachteilen von so einem Steinbeet. Das Material ist sehr schwer. Wenn ihr es mauert, habt ihr relativ viel Arbeit damit. Ihr braucht gegebenenfalls sogar ein Fundament, damit es nicht wegrutscht. Und ja, dafür steht der Vorteil dem gegenüber. So ein Beet hält natürlich auch ewig, wenn es vernünftig aufgebaut ist. Das Material, was die Kosten angeht, wir haben diese Steine hier gebraucht gekauft. Das ist recht günstig. Und auch neue Steine, naja, neue Steine werden sicherlich nicht so teuer sein wie ein Beet aus Metall, aber doch deutlich teurer als ein Beet aus Kunststoff. Mir persönlich sagt Holz als Material für ein Hochbeet am meisten zu. Das Beet, auf dem ich hier sitze, ist ein Beet Marke Eigenbau. Wir haben das aus 4 cm dicken Fichtenholzdielen. Kann man das ruckzuck zusammenschrauben und in der Ecke mit Pfosten verstärken. Also das ist momentan unsere Lieblingsbauweise. Im Hintergrund von mir seht ihr zwei dunkelbraune Beete. Das sind fertige Bausätze, die haben wir gekauft. Die sind aus Lärchenholz. Das Holz ist deutlich dünner als die dicke Fichte hier. Ist aber, also muss man dafür innen auch mit einer Folie versehen, damit es länger hält. Lärchenholz ist als Holz auf jeden Fall die langlebigere Wahl. Fichtenholz gehört zu den Weichhölzern.
verrottet relativ schnell, wobei wir die Erfahrung gemacht haben, dass unsere Beete aus Fichtenholz, also unser ältestes Beet ist jetzt 8 Jahre alt und das hält immer noch. Lärche ist härter, hält länger. Wir arbeiten ohne Folie in den Beeten, das heißt, da kommt mehr Feuchtigkeit ans Holz. Mit einer Folie könnte man die Lebensdauer noch mal verlängern, aber wir wollen nicht so gerne mit Folie arbeiten. Wenn unsere Beete nach 8, 9 oder 10 Jahren zu morsch sind, um weiter gefüllt zu werden, können wir die ganz einfach über den Kompost entsorgen. Bei dem lasierten Fertigbausatz, den ihr im Hintergrund seht, können wir das nicht machen, weil der eben lasiert ist. Über den Kompost könnt ihr nur komplett unbehandeltes Holz laufen lassen. Kommen wir zum Preis von Holz, von Hochbeeten aus Holz. Also das Beet, auf dem ich sitze, ist sicherlich die günstigste Variante. Diese Fichtenbaudielen, überhaupt eben Fichtenweichholz, das ist ein wirklich preiswertes Holz. Die Bausätze aus Lärchenholz sind ein bisschen teurer. Insgesamt ist ein Holzhochbeet eher von den verschiedenen Materialien, die ich vorgestellt habe, gehört es eher zu den günstigen Beeten. Das Einzige, was vielleicht noch günstiger ist, ist das Kunststoffhochbeet, wobei da kommt es eben auch auf die Ausführung an. Wichtiger als der Preis ist bei mir aber in diesem Fall einfach die Optik und die Haptik von dem Material. Ich finde, Holz fügt sich einfach ganz wunderbar in den Garten ein. Die unbehandelten Beete hier, die vergrauen auf eine sehr angenehme Art und Weise. Also für mich ist das der Grund, warum wir fast nur noch in Holzhochbeeten anbauen. Aber jedes Material hat seine eigenen Vor- und Nachteile und für welches man sich letztlich entscheidet, hängt natürlich von den eigenen Vorlieben und von den Bedingungen vor Ort, wo man dann letztlich das Hochbeet aufstellen möchte, ab. Das war's zu diesem Thema. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den YouTube-Channel oder besucht die Homepage lubera.com. Dort erhaltet ihr Infos zu mehr als 5000 Pflanzen. Wir sagen Tschüss und wünschen euch eine gute Gartenzeit.